Ich glaube, es gibt einige Punkte, die in der öffentlichen Diskussion vollkommen untergehen, wenn es um den gemeinnützigen Wohnbau geht. Das erste ist einmal, dass wir ja nicht nur über die Raummitte sprechen dürfen, denn ich kann Ihnen ein Beispiel geben aus Oberösterreich, wo wir hier sehr, sehr gut wirtschaften, wo die Erstbelastung pro Quadratmeter unter der zulässigen Höchstgrenze von 3,65 Euro liegt, also 3,20 Euro zum Beispiel pro Quadratmeter Raummitte. Da werden Sie sagen, na 3,20 Euro, das ist doch wirklich günstig und sozial verträglich. Das stimmt ja auch. Aber wenn Sie dann die Betriebskosten sehen, die dann dazukommen, dann ändert sich dieses Bild natürlich. Und dort sind auch die Kostentreiber. Und die Kostentreiber in diesem Fall, das ist die öffentliche Hand. Und ich kann Ihnen nur ein Beispiel einmal sagen für den Müll. Die Müllentsorgungskosten und aktuelle Daten eines Wohnbauträgers. In Linz sind diese Entsorgungskosten gestiegen von 2003 auf 2012. Im Jahr 2003 1507,53 Euro und 2012 2490,33 Euro. Ein Beispiel Wien, 1186,54 Euro 2003 und 2012 2004,36 Euro. Also Sie sehen, wer der Kostentreiber natürlich auch ist. Das ist die öffentliche Hand. Und das geht vollkommen unter. Denn auch das gehört zum Wohnen. Man kann ja das nicht immer splitten. Das muss der Mieter, das muss die Mieterin letztendlich ja auch bezahlen. Alles, was an Kosten anfällt, muss der Mieter bezahlen. Also wir reden immer vom Kostendeckungsprinzip der gemeinnützigen Bauvereinigungen, das ist schon richtig, aber der Mieter muss trotzdem alles bezahlen und deswegen steigen auch hier die Belastungen enorm. Die Normenflut, über das wird auch nicht diskutiert. Na, das hätten Sie doch bitte in der Hand, rot und schwarz. Das Österreichische Institut für Bautechnik. Was glauben Sie, was hier Normen entstehen, Jahr für Jahr? Von 24.000 Ö-Normen betreffen 6.000 Ö-Normen den Wohnbau. Das müssen Sie sich nochmal vorstellen. 6.000 Ö-Normen beherrschen den Wohnbau. Und es sagt auch jeder Bauträger, jeder Techniker, jeder Fachmann, das kann so nicht weitergehen. Die Mehrkosten durch geänderte Bauvorschriften, ausgerechnet von einem Bauträger seit 2008, für 12 Wohneinheiten, wir bauen in Oberösterreich manchmal natürlich auch kleinere Wohnbauten, nachdem wir ein sehr rural strukturiertes Land sind. Es gibt bei uns einen Wohnbau wie in der Stadt Wien. Es gibt natürlich aber am flachen Land einen anderen Wohnbau. Die Mehrkosten nur durch diese Vorschriften 175.000 Euro. Das hat auch die öffentliche Hand, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Hand. Die Politik hat eigentlich das Heft sich aus der Hand nehmen lassen. Man kümmert sich nicht darum, was in sachverständigen Gremien dort alles aufgeführt wird. Dort schickt man Sachverständige hin, die kommen dann mit Überlegungen zurück und der Gesetzgeber übernimmt dann das. Ohne Verpflichtung. Mehrkosten. Man tritt auch dem Lobbyismus hier nicht entgegen, weil natürlich ganz klar, geänderte Vorschriften, irgendjemand profitiert davon. Ich sage Ihnen das auch im Bereich der Dämmung. Wir alle reden Klimaschutz, CO2-neutral und wir müssen sparen im Wohnungsneubau. Es hat sich herausgestellt, und das ist eine ganz interessante Erkenntnis, dass viele Dämmmaßnahmen sich überhaupt nicht auszahlen, dass aber letztendlich die Mieter das zu bezahlen haben, keine wirklichen Ersparnisse haben, keine Amortisation vorliegt, aber der Mieter hat das zu bezahlen. Darüber wird nicht diskutiert. Dabei hat der EU-Rechnungshof dazu ganz eindeutige Meinungen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Eine Amortisation nach 50 Jahren bestenfalls, schlechtestenfalls, nach 150 Jahren, da haben Sie das Gebäude schon lange angerissen, wenn sie denkmalgeschützt ist. Also auch darüber sollte man nachdenken. Klimaschutzgesetz, Energieeffizienzgesetz. Wissen Sie, der Wohnbau ist schon so etwas auch wie ein Normenmistkübel geworden. Alles, was man im Bereich Verkehr oder Industrie nicht erreicht, na, das bürdet man den Wohnbau auf. Und dann wird berechnet. Da sitzen dann Beamte zusammen und sagen, ja, was könnten wir aufgrund internationaler Vorschriften, Kyoto-Protokoll, verschiedener Richtlinien auf europäischer Ebene, was könnten wir denn theoretisch einsparen? Wir haben immer die theoretische Geschichte in Österreich. Na, und dann sitzt man sich zusammen und sagt, na, vielleicht wären noch ein paar Prozent drin. Das berechnen wir einfach einmal.
Die Fachleute sagen, das funktioniert alles in der Praxis nicht, aber gut ist, wenn es wenigstens am Schreibtisch funktioniert. Was kommt raus? Die Leute müssen das bezahlen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Jetzt wird es ein bisschen technisch und kompliziert, ich versuche es einfach zu schildern. Wir haben verschiedene Kategorien von Häusern. Es gibt ein Passivhaus, das wird Ihnen etwas sagen. Da sagt man, das verbraucht ganz, ganz wenig Energie. Dann gibt es ein Niedrigstenergiehaus, das ist nicht ganz so gut wie das Passivhaus, verbraucht aber trotzdem sehr wenig Energie. Niedrigstenergiehaus. Und dann haben wir das Niedrigenergiehaus. Das Niedrigenergiehaus ist nicht so gut wie das Passivhaus und das Niedrigstenergiehaus, aber trotzdem Niedrigenergiehaus. Ja. So. Was zeigt sich in der Praxis? Zwei Gebäude nebeneinander. Eines gebaut Niedrigstenergiehaus, das andere Niedrigenergiehaus, weil sich die Vorschriften geändert haben. Das ist ein Fall aus Oberösterreich. Jetzt werden Sie glauben, na gut, der Mieter in einem Niedrigstenergiehaus hat halt weniger Betriebskosten zu bezahlen und hat weniger Heizkosten zu bezahlen. Faktum ist, dass der Mieter im Niedrigstenergiehaus höher belastet wird als im Niedrigenergiehaus und im Niedrigstenergiehaus auch mehr Energie verbraucht wird als im Niedrigenergiehaus. Also das sind absurde Beispiele und darüber muss man mal nachdenken. Und es ist schon schön, wenn mehr Wohnungen gebaut werden. Natürlich, die Neubauleistung ist entscheidend, was das Dämpfen der Mietkosten betrifft. Ich sage, wenn es mehr Angebot gibt, dann kann die Nachfrage auch besser befriedigt werden. Das ist ein einfacher marktwirtschaftlicher Grundsatz. Aber es bringt nichts, zigtausende Wohneinheiten zusätzlich noch zu errichten zur bestehenden Neubauleistung, aber man baut so, dass sich die Menschen das nicht leisten können. Das ist doch das wahre Problem. Wir haben die absurde Situation, dass wir auf der einen Seite Milliarden hineinpumpen, seit Jahren in den Wohnungsneubau, in den sozialen Wohnungsbau, letztendlich sich die Menschen aber dort das Wohnen nicht leisten können und dann eine Wohnbeihilfe benötigen und wieder zu Bittstellern werden. Ich will keine Bittsteller haben, sondern ich will, dass man bedarfsorientiert für die Schwächsten in diesem Land auch Wohnungen schafft. Das ist das ganz Entscheidende. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen und darüber haben wir uns auch Gedanken gemacht in Oberösterreich. So wie ich gesagt, das kann doch nicht sein. Es gibt Gestaltungsbeiräte. Ja, das ist schön, wenn man über die Architektur sprechen kann, wenn es Architekturwettbewerbe gibt und Architekten sich dort auch ein gutes Geld verdienen können. Und auf der anderen Seite gibt es Qualitätsbeiräte, wo dann alle darüber diskutieren, wie könnte man unter Anführungszeichen die Qualität noch steigern. Aber keiner macht sich Gedanken über die Wirtschaftlichkeit. Können sich die Menschen das leisten? Und wir haben in Oberösterreich gesagt, es wird in Zukunft einen Wirtschaftlichkeitsbeirat geben, wo auch diese Objekte, die eingereicht werden bei mir in der Wohnbauförderung, auch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, der Leistbarkeit genauer untersucht werden. Denn wir haben tatsächlich die Situation, dass mancher frei finanzierter Bau billiger ist, als wie der mit Wohnbauförderungsdarlehen finanzierte gemeinnützige Wohnungsbau. Das kann doch bitte nicht der Sinn und der Zweck sein der Wohnungswirtschaft, der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft. Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Das funktioniert nicht mehr. Und wenn der Karl Wurm von dem gemeinnützigen Verband der Gemeinnützigen sagt, die Wohnbauparty ist vorbei, dann hat er vollkommen recht damit. Die sollte aber wirklich vorbei sein. Wir müssen bedarfsorientiert bauen. Wir müssen für leistbares Wohnen sorgen. Aber es nutzt nichts, wenn ich den Menschen, die sich höchstens einen Golf leisten können und leisten wollen, bitte einen Mercedes hinbauen und sie können sich den nicht leisten und sie wollen sich diesen Mercedes nicht leisten. Und ich habe große Sorge, was die nächsten Vorschriften betrifft, das Klimaschutzgesetz oder auch das Energieeffizienzgesetz, weil man da wieder sagen wird, der Wohnbau muss etwas dazu beitragen, CO2-Minimierung. Und wissen Sie, auch das ist ein Problem. Wir reden auch hier wieder nur von der Theorie, in der Praxis ist alles ganz anders. Ich könnte mit x Studien belegen, auch aus Oberösterreich, dass alle diese Geschichten, wo man gesagt hat, Solar City Linz, wie toll das alles ist, kostet aber einen Haufen Geld, dass sich die Menschen letztendlich nichts ersparen. Das heißt, bitte wieder, der Wohnbau soll sich auf seine Kernthemen auch zurückbesinnen, dass wir für leistbares Wohnen entsprechend auch sorgen und uns tatsächlich auch darum kümmern. Sie können, wie gesagt,
tausende Wohnungen noch zusätzlich errichten zu der derzeitigen Baulästern. Wenn Sie sich aber nichts überlegen bei den Vorschriften, wenn Sie sich nichts überlegen bei den Baukosten und bei den Betriebskosten, dann haben Sie dadurch noch nichts gewonnen. Damit muss man sich auseinandersetzen. Und wenn man von der Gemeinnützigkeit spricht und vom Kostendeckungsprinzip, dann bin ich auch der Meinung, dass die Gemeinnützigen auch mehr Eigenmittel einsetzen sollten. Denn natürlich wird nicht der gesamte Wohnungsneubau durch sozusagen 100% durch Darlehen finanziert, die die öffentliche Hand zur Verfügung stellt, sondern da gibt es einen Teil Wohnbauförderungsdarlehen, einen Teil Eigenmittel und dann gibt es einen Teil, der durch Darlehen der Bank noch finanziert wird. Auch darüber muss man sich Gedanken machen, ob nicht die Gemeinnützigen zulasten der Banken mehr Eigenmittel einsetzen und das würde dem Mieter zugutekommen, weil natürlich die Banken höhere Zinsen verlangen. Da würde ich das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz entsprechend auch adaptieren, dass die Gemeinnützigen auch verpflichtet werden, mehr Eigenmittel einzusetzen. Und es gibt viele Wohnbauträger, die entsprechende Eigenmittel auch haben und dafür auch verwenden können. Das würde auch dem Mieter zugutekommen. Man kann natürlich auch sich überlegen, dass sich Private daran beteiligen, aber eins ist schon ganz klar. Die sind immer auch gewinnorientiert und das kann nie eine Rendite sein, wie sich das sonst ein Privater vorstellt. Auch darüber, das sagt ja die ÖVP nicht. Die ÖVP sagt, wer sich aller beteiligen sollte, aber sagt nicht zu welchen Bedingungen. Man muss über die Bedingungen sprechen, wie sich jemand auch entsprechend beteiligen kann. Und ich glaube, wenn man diese Punkte entsprechend beachtet, wenn die Politik auch wieder das Heft selbst in die Hand nimmt, dann könnte man hier wirklich zugunsten der Mieterinnen und der Mieter guten Wohnbau machen. Und es nutzt nichts zum Abschluss, wenn die Bürger in diesem Land den gemeinnützigen Wohnungsbau in der Zukunft nur mehr dann kennenlernen, wenn sie bei einer Architekturreise teilnehmen und sich die schönen architektonisch gestalteten Wohnbauten anschauen, nur drin wohnen können sie nicht. Das bringt wirklich nichts und deswegen sage ich wieder zurück zum Hausverstand. Und es liegt in Wahrheit alles auf den Tisch. Nur müssen die Entscheidungsträger auch mutig sein, dass sie, wie gesagt, auch das Heft wieder in die Hand nehmen, auch in den sachverständigen Gremien mitreden und dass man bitte nicht, dass der Wohnbau nicht der Normenmistkübel und der Klimaschutzmistkübel letztendlich ist. Das kann es nicht sein und eine Amortisation bei einer Dämmung von 150 Jahren, das ist absurd. Da belastet man die Mieter sondergleichen. Und ich habe eingeführt in Oberösterreich eine Kosten-Nutzen-Analyse. Und da sind auf einmal manche gekommen bei der Sanierung. Ja, aber Landesrat, da sage ich da Folgendes, das zahlt sich ja dann gar nicht aus. Ich weiß ja gar nicht, wie ich das berechnen soll. Ja, sage ich, deswegen haben wir Kosten-Nutzen-Analyse. Wenn es sich nicht auszahlt, kannst du es nicht machen. Da muss man andere Maßnahmen setzen. Das muss sich ja bitte auch auswirken für den Mieter. Also wir sanieren, wir picken Polystyrol auf die Wände, pro Quadratmeter 30 Liter und sagen, damit wir Erdöl einsparen. Das ist toll, das ist aber Erdöl, was wir da aufpicken. Und das werden wir in den nächsten Jahrzehnten entsorgen. Ja, wer zahlt die Entsorgung? Die Mieterinnen und die Mieter. Die Abfallwirtschaftsverbände der Zukunft werden viel Arbeit haben. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und nicht nur plakativ, wir bauen ein bisschen mehr. Zweckwidmung und Zweckbindung ist eh alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Aber bei der Zweckwidmung sage ich Ihnen, da muss man aber die Rückflüsse auch zweckwidmen. Weil wenn der Landeshauptmann Dr. Josef Büringer sagt, er ist auch für die Zweckwidmung in Oberösterreich und wir dann tatsächlich den größten Teil des Budgets ist wirklich Wohnbau gewidmet. Das stimmt ja auch. Aber die Darlehen, die wir vergeben, die Rückflüsse, ja, die müssten auch wieder zweckgewidmet werden. Darüber sollte auch die ÖVP reden. Und nicht, dass man die Wohnbauförderungsdarlehen dann wieder verkauft oder damit spekuliert. In Oberösterreich hat man nicht spekuliert damit, sondern ist in Infrastruktur gelaufen. Ich sage das Korrektheit halber dazu, weil sich das gehört. Aber in anderen Bundesländern hat man damit spekuliert. Also dieses Thema ist ein sehr, sehr umfangreiches. Eigentlich hätte man das in der Hand, dass man das Wohnen wirklich günstiger machen könnte und dass es wirklich leistbar bleibt. Das ist unser Anliegen und das ist mein persönliches Anliegen, denn ich bin schon immer nachdenklich, wenn ich Menschen den Schlüssel übergebe bei einer Wohnungsübergabe und weiß, dass die morgen schon den Wohnbeihilfeantrag stellen müssen, weil sie sich den gemeinnützigen Wohnungsbau nicht mehr leisten können.